Hallo, liebe Musikerinnen und Musiker. Bringt Sie dieses hübsche Weihnachtslied auch in die 60er Jahre zurück? Besonders die gefühlvolle Fassung von Mireille Mathieu und ihrem kleinen Bruder Rémy hat mich als Kind sehr berührt und tut es heute irgendwie immer noch. Mit so einem kleinen Hochmelancholie. Ja, lang ist's her. Ich kannte bis vor kurzem nur diese eine Fassung und war umso erstaunter, dass in der Mathieu-Fassung ein paar Takte der sonst gebräuchlichen Einleitung fehlen. Diese habe ich in meiner Version dazu getan. Eigentlich wird dieses Lied ganz gefühlvoll in freiem Tempo vorgetragen, was aber zusammen mit Style nicht realisierbar ist, wenn das Notendisplay laserlich bleiben soll. Deshalb hat meine Lernversion eine Rhythmusbegleitung und ist in gleichbleibendem Tempo arrangiert. Die Einsteiger werden sich freuen, Petit Papa Noël ist in F-Dur gesetzt, also nur mit einem B als Vorzeichen. Aber macht im Zwischenteil einen ganz kurzen Ausflug nach Astur mit 4b. Aber keine Bange. Damit ich Einsteiger und Fortgeschrittene berücksichtigen kann, habe ich für das Score-MIDI-File drei Versionen gemacht. In Level 1 gibt es nur sehr einfache Akkorde, die beschränkt sind auf die notwendigsten. Im Level 1 bis 2 gibt es einfache Akkorde mit Septim und Mollseptim und im Level 2 gibt es Profi-Akkorde mit Basssteuerung. Das Lern-MIDI-File gibt es nur in Level 2. Schließlich möchte ich Ihnen ja auch eine Motivation geben, die schönste Version zu lernen. Die Melodie ist immer gleich, die können Sie also auch in der schwierigsten Version mitspielen. In den Score-MIDI-Files stehen ja immer anstatt eines Liedertextes die Angaben drin, welche Akkordtöne die linke Hand spielen soll. Deshalb gehe ich hier im Video nicht extra auf die Akkorde von Level 1 und 1 bis 2 ein. Was diesmal bei den Profi-Akkorden auffällt, ist, dass man viel Farbe reinbringen kann, selbst wenn man nur einen Finger bewegt. Wir stoßen dabei immer wieder auf Sus-Akkorde, also Akkorde, bei denen im Grundakkord die Terz nach oben oder nach unten verschoben und damit suspendiert, also aufgehoben wird. Also Fsus2. Beim Grundakkord von F-Dur wird das A auf das G verschoben. Beim B-Grundakkord wird das D auf das C verschoben. Man kann die Terz auch auf den vierten Ton im Grundakkord schieben, also auf die Quad. Dadurch wird beispielsweise ein F-Dur-Akkord zu einem Fsus4, was in unserem Lernstück ja auch vorkommt. Dann gibt es übers ganze Musikstück auch immer wieder Septim-Akkorde, die ebenfalls ein Sus4 enthalten. C7, Sus4 und G7, Sus4. In der Grundstellung dieser Septim-Akkorde wird also auch der dritte auf den vierten Ton verschoben. Eigentlich kann man einen Sus-Akkord damit vergleichen, dass man noch so ein bisschen um was drumrum redet und nicht sofort auf den Punkt kommen will. Also einfach um die Spannung zu erhöhen. Man spielt also nicht sofort den Septim-Akkord, hier zum Beispiel C7, sondern schiebt die Terz zuerst noch einen Ton nach oben auf die vierte Stufe und erst im Folgetakt kommt mit C7 so eine kleine Erlösung. Das gleiche bei G7, G7 Sus4 und G7 mit der erlösten Terz. Ich würde Ihnen beim C7 Sus4 empfehlen, drei Griffe zu lernen. Denn dann liegen im späteren Spielfluss die Akkorde komfortabler beieinander. Einfach mal mitmachen und immer abwechseln, sodass Sie alle drei Varianten in die Finger bekommen. Für die Fortgeschrittenen gibt es dann noch ganz viele Slash-Akkorde, meist als zwei Fingergriffe, mit denen Sie den Bass steuern können.
Bis auf zwei Ausnahmen, die ich später noch genauer zeige, können Sie meinen Spezialtipp nehmen. F auf C einfach umdrehen und auf den Tasten C und F spielen. B auf F wird zu den Tönen F und B. F auf E wird zu E und F. Und Des auf Ass wird zu Ass und Des. Und dann gibt es noch weitere Akkorde, die zeige ich dann anschließend noch, wenn ich mich durchs Stück arbeite. Wie üblich, auf den Fingersatz aufpassen und wenn Ihnen ein anderer als meiner besser liegt, warum denn nicht? Sie sollten ihn dann nur beibehalten. Okay, dann arbeite ich mich einfach mal durch unser Lernstück. Den Lernstoff und die Takte können Sie wie immer direkt anspringen. Einfach die Info zu diesem Video nach unten aufklappen. Thank you.
das war's dann auch schon. Ich wünsche Ihnen nun, dass Sie dann auch von einem netten Weihnachtsmann beschenkt werden, wenn Sie ihm dieses Ständchen spielen. Naja, vielleicht ist es ja auch eine Weihnachtsfrau. Ich packe jedenfalls schon mal die Schokolade aus und teste. Lecker. Viel Spaß beim Üben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. My dear music friends, isn't this pretty Christmas song taking you back to the 60s too? Especially the lovely version by Mireille Mathieu and her little brother Rémi had touched me back during my childhood and even today. It seems like ages ago. I was aware only of this version here, and I was quite surprised to notice that Mireille's version is missing a few bars during the intro, according to the original. So I went ahead and added the missing pieces to my version. This song is supposed to be performed tempo-free, which doesn't go well when using a style while providing a readable score display at the same time. This is why my learning version uses a rhythmical accompaniment arranged and kept at the same tempo. Norway's players will be pleased. Petit Papa Noël is written in F major, so there is just one B-flat accidental. To spice things up, there is a short deviation to an A flat major with four flats. Oh! But don't worry. To support both, novice and advanced players, I created three versions of the score MIDI file. Level 1, very simple chords with a focus on the basics. Level 1 to 2, simple chords with sevenths and minor sevenths. Level 2, professional chords controlling the bass. The Learn MIDI file is available only for level 2. I did that on purpose so that I can motivate you to learn and aim for the most beautiful version. The melody is always the same for all three versions, including the Pro version. As usual, in place of the lyrics, you will see the chord notes for the left hand in all MIDI files. That is why I won't cover the chords in the video for the first two levels. What jumps out most with the Pro chords is that they sound so colorful, even if just one finger is moved in the process. And we keep bumping into sus chords. Meaning chords where the third of the bass chord is shifted up or down, essentially suspending it, hence the name. We can also shift a third to the fourth note of the basic chord. For an F major chord, this would give us, for instance, an F sus 4. Throughout our learning song, we also bump into seventh chords, which also contain a sus 4. So C7 sus 4, and G7 sus 4. So, in the root position of those seventh chords, we will shift the third to the fourth as well. You should compare a sus chord almost with the phrase beating around the bush. We don't get straight to the point, in order to build up anticipation. Like here, where we start the C7 not with the usual seventh chord. Instead, we begin by placing the third a note up to the fourth. Where the subsequent bar uses the regular C7, it feels like a sigh of relief.
For the C7 Sus 4, I recommend learning 3 chord fingerings. This will help you later to reach the chords more comfortably. Just join in and keep alternating so that you get a good grip on all 3 fingering variants. For our advanced players, there is a slew of slash chords coming your way, mostly as 2-finger chords, which you will use to control the bass. With 2 exceptions, which I will show you later, you can use my special tip. Just flip F on C around and play it on the keys C and F. B flat on F will become F and B flat. F on E will turn into E and F. And D flat on A flat turn into A flat and D flat. You get the drift. And I'll have a few more chords, which I'll show you later while working through the song. And as usual, watch your fingering. If you have another fingering preference, that's fine too. But either way, make sure to stick with it. Okay. Let me work through the learning song now. Remember, you can always jump directly to the learning topics and bars. Just click on Show More under the video. Thank you.
Well, that's all for now. Let's hope that Santa will be very generous. Pretty please, when you play him this song. I'll go ahead and test the chocolate Santa in the meantime. You can't leave that to chance. Have fun practicing. And until next time.